Herzlich willkommen. Vielleicht bist du heute entmutigt und hast Sorgen. Und wir möchten dich ermutigen, daran zu denken, dass Gott mit dir ist. Vertrau ihm alles an. In Psalm 27, Vers 14 steht, hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Ein guter Rat von David. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen, dir heute so richtig Hoffnung machen aus dem Wort Gottes. Das Thema heute, hier bin ich. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Hier bin ich. Ich meine nicht, dass ich das sage, sondern das hat Gott gesagt, hat Jesus gesagt. Aber wir kennen die Kinder, die spielen gerne Versteck und dann sind sie in dieser Ecke, hallo, hier bin ich. Und dann sind sie mal in dieser Ecke, hallo, hier bin ich und so weiter. Und wir kennen so viel auf dieser Welt, wo schreien, hier bin ich, mal da, mal dort. Und der Reichtum, der Wohlstand, die Lösung, die Heilung und was auch alles hin und her. Und ja, Gott sagt schon seit der Erschaffung dieser Welt, hier bin ich. Und er ist immer an derselben Stelle. Er hat dieselbe Qualität. Er hat nicht eine neue Welle, wo es heißt, jetzt müssen wir modern sein. Nein, er ist schon moderner wie morgen. Ja, er hat nicht eine neue Lehre. Er hat nicht eine neue Idee für dich, sondern er sagt, hier bin ich. Und das hier bin ich von ihm ist unsere älteste Anlaufstelle, die sich nie verrücken wird. Du wirst ihn immer an dieser Stelle finden. Ich meine jetzt nicht in einer Kirche oder irgendwo bei einem Kreuz oder so, sondern er sagt, hier bin ich. Und seit Jesus in unser Herz gekommen ist, unser Leben, ist es hier bin ich da drinnen. Hier bin ich. Und das ist die Anlaufstelle für alles. Und das ist das Wunderbare für alles. Du kannst ignorieren. Du kannst es auch widerstehen und sagen, ach, ich finde dich nicht. Gott, wo bist du in dem Universum? Und wenn ich Heiliger Geist wäre, dann würde ich von innen klopfen, würden sagen, hier hast du noch nicht begriffen. Ja, er ist stabil, er ist immer dort wie ein Leuchtturm. Da kann es stürmen, die Wellen hochbrausen. Er ist immer da und sei dir sicher. Er sagt, hier bin ich und du darfst zu ihm kommen. Danke, Herr, dass wir so einen festen Ort haben, wo wir wissen, wo du bist und dass wir zu dir kommen dürfen mit allem. Denn du sagst, hier bin ich. Danke, Herr. Amen. Amen. Und nachher werden wir Zeugnisse hören von Menschen, die Gott erlebt haben. Aber zuvor möchten wir beten. Enkel und Enkelinnen sind immer ein großes Anliegen für Großeltern. So auch dieses Gebetsanliegen für einen Enkel. Unser Enkel ist 12 Wochen alt und leidet an Gewichtsverlust, hat Bauchkrämpfe. Man kann sich den Gewichtsverlust nicht erklären. Bitte betet um Heilung, dass unser Enkel zunimmt und wächst und gedeiht. Danke für euer Einstehen. Wir haben durch euren Dienst von Gott schon so viel Gutes und so viel Hilfe erfahren, dass wir Danke sagen möchten. Und wir möchten gerne für diesen Enkel beten. Jesus, ich danke dir, dass du dieses kleine Kind kennst und dass du mit ihm bist. Und du weißt auch um die Probleme des Gewichtsverlustes und der Bauchkrämpfe und was da alles mit zusammenhängt. Und ich danke dir, dass du eingreifst. Jesus, dass dieses Kind in deiner Hand ist und dass deine Kraft in ihm mächtig wirkt. Dass alles verschwindet, was nicht von dir ist, im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass er wächst und gedeiht und wirklich, ja, dass du ein Wunder tust an ihm. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und von schweren Störungen in der Wirbelsäule berichtet diese Frau. Liebes Gebetsteam, ich habe schon viele Jahre Rückenschmerzen. Da sie seit einiger Zeit sehr stark sind, wurde bei einem MRT ein Bandscheibenvorfall und starke Abnutzung der Wirbel sowie eine Einengung des Spinalkanals festgestellt. Teilweise habe ich auch bereits Sensibilitätsstörungen in beiden Beinen. Ohne Schmerzmittel komme ich nicht aus. Ich bitte um Gebet für die Wiederherstellung der gesamten Wirbelsäule mit Bandscheiben, sodass auch keine Operation notwendig wird. Ganz herzlichen Dank. Jesus, und ich danke dir für diese Frau,
mit diesen Rückenschmerzen, dass du das ganze Skelett wiederherstellst, dass jeder Wirbel, jeder Knochen und jeder Kanal wieder in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückkommt. Danke, Jesus, dass alles wieder in die Stellung, wie du es geschaffen hast, kommt. Danke, dass du eingreifst, dass diese Schmerzen verschwinden und wir entmachten jeden Schmerz im Namen Jesus und befehlen diesen Knochen wieder dahin zu gehen, wie du sie geschaffen hast. Danke, Jesus, dass du eingreifst und dass auch diese Sensibilitätsstörungen dadurch verschwinden. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Ein schwerer Autounfall ist dieses Gebetsanliegen von einer Frau. Bitte betet für meinen Bruder. Er hatte vor kurzem einen schweren Autounfall und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, operiert und ins Koma gelegt. Bitte betet für die vollständige Heilung seines Gehirns und Körpers. Vielen lieben Dank. Oh, danke, Herr. Herr, du siehst, Herr, diese Situation und danke, Herr. Herr, lass auch diesen Menschen wieder, Herr, von dem Koma aufwachen, Herr, mit einem vollkommen intaktem Gehirn, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass keine Spätfolgen sind, dass sich alles wieder so regeneriert und Herr, dass er wirklich das Wunder verspürt und Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass alles, was irgendwo beschädigt oder zerstört wurde, Herr, wir bitten um Wiederherstellung. Vater im Himmel, in Jesu Namen bitten wir das. Amen. Amen. Wegen einem Augenleiden schreibt uns diese Frau und bittet um Gebetsunterstützung. Meine beiden Augen sind im Frühjahr am grauen Star operiert worden. Leider leide ich seither an störenden Nebenwirkungen. Bitte betet für Heilung und Klarsicht ohne störende Einschränkungen. Danke herzlich und Gottes Segen. Ja, so ein ähnlicher Fall haben wir in Bern erlebt, während unserem Gottesdienst Atmosphäre für Wunder, wo Gott im Gottesdienst das berührt hat. Und Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt auch berührst. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass diese Augen wieder komplett scharf, klar sehen. Und ich danke dir dafür, dass du der Heiler bist. Amen. Amen. Und oft haben wir schon erlebt, dass Menschen verändert und berührt werden in unseren Gebetsnächten. Und das berichtet auch eine Frau aus Bayern. Sie hat folgendes Zeugnis. In der vergangenen Zeit bin ich durch viel Leid gegangen und hatte viel zu kämpfen. Gestern sah ich den Livestream der Gebetsnacht im Oktober. Isolde sprach in einer Predigt von der Adlerperspektive. Gott hat mich in diese Dimension genommen, auf ein anderes Level gehoben und mir gezeigt, dass er da ist. Das hat mich sehr getröstet und mir Mut gemacht. Für ihn ist kein Ding unmöglich. Gott hat mich an Körper, Seele und Geist berührt und Wiederherstellung geschenkt. Lob und Dank unserem Herrn Jesus. Von Herzen bedanke ich mich bei euch für euren wertvollen Dienst. Ja, und Gott verändert Menschen. Und Gott stellt auch wieder her, Gott erhört Gebet, da schreibt jemand. Mein Mann hatte stark abgenommen. Er konnte nicht mehr essen. Er hatte keinen Hunger und keinen Appetit mehr. Eure Gebete haben geholfen. Es geht ihm wieder gut. Sein Appetit ist zurückgekommen und er versucht, sein neues Gewicht zu halten. Herzlichen Dank an alle Beteiligten. Ja, auch Veränderung, wie wunderbar. Und Gott hat immer wieder Lösungen, mit denen wir gar nicht rechnen. Und das erlebte eine Frau aus der Schweiz. Sie schreibt, ich bat euch um Gebetsunterstützung wegen der hohen Lärmbelästigung durch die Nachbarn. Gott hat schon eine Lösung geschenkt. Als ich bei einer Hotline wegen Schlaftabletten anrief, gab mir der Arzt den Tipp, mir einen Hörschutz anfertigen zu lassen. Dies habe ich noch am gleichen Tag gemacht. Welch eine Freude. Seither hat sich meine Wohn- und Schlafqualität um 80% verbessert. Halleluja. So lustig, welche Lösung Gott für diese Situation geschenkt hat. Preis und Ehre sei ihm und herzlichen Dank für euer Mitbeten. Ja, Gott hat wirklich Mittel und Wege. Und eine Frau aus Österreich berichtet von folgender Gebetserhörung.
Vor einem Jahr schrieb ich euch und bat um Gebet für meinen Bruder, der eine Spenderleber brauchte. Seit Juni 2022 lebt er nun mit einer neuen Leber. Es geht ihm sehr gut und die Ärzte sind bei jeder Nachkontrolle sehr zufrieden. Ich preise unseren Herrn Jesus und bedanke mich für eure Fürbitte. Wie wunderbar. Und Gott hat für alle unsere Sorgen und Probleme eine Lösung. Ja, oftmals ist die Lösung nicht eine Heilung, sondern eine Idee, die vielleicht von irgendeinem Menschen kommt. Und wie wunderbar, wie Gott Gebet erhört, aber wir müssen es auch annehmen und das wollen wir auch tun. Hast du etwas erlebt? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, hier bin ich. Da habe ich mir gerade noch was überlegt. Mein Vater, als ich klein war, habe ich sehr schlecht nachts gesehen und überhaupt schlecht gesehen. Und auf einmal nachts habe ich meinen Vater nicht mehr gesehen auf der Straße und habe gerufen, wo bist du? Und mein Vater hat gesagt, hier bin ich. Und ich bin der Stimme entgegengelaufen, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Und je näher ich zu ihm kam, desto besser habe ich ihn dann gesehen. Das ist eigentlich das Beispiel. Der Herr sagt, hier bin ich. Vielleicht ist auch Nacht um dich rum. Folge dem Rufen des Herrn und er möchte dich in die Arme nehmen. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, wir beten gerne für dich. Du darfst uns dein Anliegen schicken und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und nächsten Sonntag sind wir wieder im Gottesdienst, im Livestream, 10 Uhr. Wenn du in der Gegend bist, vielleicht auch in den Ferien in der Gegend bist, da kommen viele vorbei und schauen mal in den Ferien bei uns vorbei. 10 Uhr ist Gottesdienst oder Livestream. Schau bei uns nächsten Sonntag vorbei. Wir würden uns freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Gottes Segen. Alles Gute, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.